Armenien. Oder Hayastan, wie wir Armenier unser Land nennen. Land der kahlen, rauen Gebirge, über die dunkle Wolkenschatten gleich Herden still dahingleiten. Im steten Wechsel begriffene Natur. Armenien, nirgends lieblich, oft bedrückend. In seinem gleißendsten Licht noch düster wie die skeptisch gerunzelten schwarzen Brauen seiner Einwohner. Fast immer dramatisch und meist gewaltig, in der Schönheit wie im Entsetzen über die Ausmaße seines Leids. So beschreibt Yegishe Tscharents, einer der größten Dichter Armeniens, seine Heimat. In der Tat, die Geschichte des christlichen Armenien ist geprägt von brutalen Verfolgungen und jahrhundertelanger Fremdherrschaft. Unser Streifzug durch Armenien beginnt mit der Fahrt in der längsten Pendelseilbahn der Welt. Fast 6 Kilometer weit geht es über die Teufelsschlucht zum Kloster Tatev. Dem Kloster waren in seiner Blütezeit fast 700 Dörfer angeschlossen. Tatev, ein von der Natur geschütztes Refugium, gegründet im 12. Jahrhundert und noch vor Jahrzehnten ein Zentrum der Widerstandskämpfer gegen die Machtübernahme durch die russischen Bolschewiken. In der Zeit des stalinistischen Terrors wurden mehr als 3000 armenische Klöster und Kirchen geplündert und zerstört. Tausende Priester wurden erschossen oder verschwanden für immer in den Lagern Sibiriens. Die Kirche ist dem heiligen Gregor geweiht. Im Jahr 301 wurde das Christentum Staatsreligion. Armenien ist damit der älteste christliche Staat der Welt. In der Kaukasusrepublik kreuzen sich die Wege zwischen Europa und Asien. Armenien mit knapp 30.000 Quadratkilometern ist fast so groß wie Belgien. Der Weg in die Unabhängigkeit im Jahr 1991 begann mit einem wirtschaftlichen Kollaps. Die einst kleinste, aber wirtschaftlich starke Teilrepublik der UdSSR, heute ein Sanierungsfall. Fast schon ein nationales Trauma ist die seit 25 Jahren dauernde Auseinandersetzung zwischen Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach. Trotz des vor Jahren vereinbarten Waffenstillstands kommt es immer wieder zu schweren Gefechten. Viele der 3 Millionen Armenier können nur überleben, weil sie von über 10 Millionen Landsleuten in der ganzen Welt unterstützt werden. Der Ararat, der heilige Berg der Armenier. Die Arche Noah soll dort gestrandet sein. Auch hier in der Hauptstadt Erevan ist der heilige Berg überall im Blickfeld. 60 Kilometer entfernt, aber mittlerweile auf türkischem Gebiet und damit für die Armenier unerreichbar. Erevan ist eine gerade noch Millionenmetropole, denn Armeniens Bevölkerung schrumpft. Seit der Unabhängigkeit hat praktisch jeder Dritte das Land verlassen. Glitzerwelt und Armut, so oft dicht beieinander.
Am Stadtrand von Erevan treffen wir auf Arthur Sarkissian. Er gilt als eine der Schlüsselfiguren der zeitgenössischen armenischen Malerei. Er sieht sich als Mittler zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Es ist ein Malerleben in zwei Welten. Heute ist sein Blick frei auf das Werk, in dem er sich so viel mit der wechselhaften Geschichte seines Landes und seiner Menschen auseinandergesetzt hat. Vor allem das Erdbeben von 1988 beschäftigt ihn bis heute. Vor mir ist ein fünfstöckiges Haus eingestürzt. Seitdem sehe ich immer noch die Wand vor mir und die Menschen dahinter, die schreien. Für mich ist diese Wand unauslöschlich in meinem Kopf geworden und deshalb oft in meinen Werken wiederzufinden. Es war der 7. Dezember 1988, als Dörfer und Städte einfach vom Gesicht der Erde verschwanden. Das Beben forderte bis zu 100.000 Todesopfer, machte 1 Million Menschen obdachlos. Das Erdbeben, so wie ich es erlebt habe, habe ich immer noch nicht verarbeiten können. Ich habe die Menschen schreien gehört und konnte ihnen nicht helfen. Das ist so schwierig für mich gewesen. Du stehst da und es wird dir bewusst, wie klein und hilflos du bist. Auf unserem Weg nach Gümri erreichen wir den 2000 Meter hochgelegenen Sewansee. Einer der größten Gebirgsseen der Welt. Vor Jahrzehnten noch war er dreimal so groß wie der Bodensee. Durch intensive Wasserkraftnutzung und Bewässerung drohte er auszutrocknen. In 20 Jahren wäre es soweit gewesen. Erst nachdem das völlig veraltete, einzige Atomkraftwerk Armeniens vom Typ Tschernobyl nach dem Erdbeben wieder hochgefahren wurde, konnte diese Entwicklung gestoppt werden. Man bemüht sich zwar um den Tourismus, aber mit mäßigem Erfolg. Der Sewansee, ein Ort im Dornröschenschlaf und immer noch kein Prinz zum Wachküssen. Auf der Fahrt nach Gümri machen wir Halt am Eingang des von den Armeniern als Massakertal bezeichneten Gebirgszuges. Ein Denkmal erinnert daran, dass hier vor 100 Jahren tausende Frauen und Kinder in den Tod getrieben wurden. Historiker sprechen von 1,5 Millionen Armeniern, die von den Türken systematisch verschleppt und getötet wurden. Das alles mit Duldung des Deutschen Reiches, im Ersten Weltkrieg Bündnispartner der Türkei, das beim Völkermord wegsah und ihn einfach zuließ. Wir erreichen Gümri. Mit über 120.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes. Man hat das Gefühl, die Resignation liege wie Mehltau über der Stadt. Fast 7000 Familien wohnen immer noch in Notunterkünften. In Gümri und Umgebung leben zudem über 100 Familien mit Kindern mit Beeinträchtigung, die seit einigen Jahren von der Caritas unterstützt werden. Aregak, kleine Sonne, so heißt das Projekt. Um die Sorgen und Nöte dieser Familien besser zu verstehen, besuchen wir Sophia Petrosian. Ihre Wohnung, ein alter Container. Die Petrosians leben am Rande des Existenzminimums.
Und selbst das wäre ohne zusätzliche Hilfe kaum möglich. Die Familie hat drei Kinder. Der erstgeborene Rahir ist inzwischen 18 Jahre alt und seit seiner Geburt schwerst behindert. Am Anfang haben mir die Ärzte noch Hoffnung gemacht, dass alles gut wird. Aber dann war plötzlich alles anders. Die Ärzte haben uns geraten, Rahir in ein Waisenhaus zu geben. Sie sagten, er wird nie wie andere Menschen sein. Da brach eine Welt in mir zusammen. Ich habe nur noch geweint, viele Nächte lang. Weinen wurde mein Begleiter. Die Menschen in der Umgebung haben Rahir lange Zeit nicht akzeptiert. Nicht einmal unsere Verwandten wollten mit ihm etwas zu tun haben. Aber mein Mann und ich lieben unseren Sohn. Sehr. Oma Amalia, die beim Erdbeben ihren Mann und ihren einzigen Sohn verloren hat, war viele Jahre lang Sophias wichtigste Stütze. Seit der Gründung von Agegak wird die Familie auch von Svetlana Mkojan unterstützt, einer gelernten Pädagogin und Sozialarbeiterin. Als ich Sophia zum ersten Mal getroffen habe, war die Situation wirklich schlimm. Die Familie hatte nicht nur gesundheitliche und finanzielle Probleme. Es war vor allem wichtig, sie aus ihrer Lethargie herauszuholen. Seit es Arega gibt, ist für uns wirklich eine Sonne aufgegangen. Wir haben mit ihm zusammen ein neues Leben begonnen. Jeden Morgen, wenn er aufwacht, freut er sich auf den Besuch. Und seine ersten Worte sind: Agegak ist in Gümri tatsächlich zu einer Art Zauberwort geworden. Unser Besuch ist, trotz aller Not, die wir erleben, ein Grund zur Freude und zum Feiern. Auf diesem Areal entstand ein in Armenien einzigartiges Projekt für Menschen mit Beeinträchtigung. Möglich gemacht haben es Spenden aus Österreich, Deutschland und der Schweiz und zehntausende Arbeitsstunden von fast 100 Freiwilligen. Die Eröffnung, tatsächlich großer Bahnhof. Der armenische Caritas-Präsident Erzbischof Minassian meint, ein Traum sei in Erfüllung gegangen für jene, die die Hilfe am meisten brauchen. Das Konzept der Arbeit hier mit Kindern, Jugendlichen mit Behinderung ist, denke ich, modellhaft und zukunftsweisend, nämlich Inklusion, Integration von solchen Menschen. Ich glaube, letztlich können wir aus Österreich, aus Deutschland, da nur einen gewissen Anschub geben, Ideen bringen, motivieren, Engagement einfordern. Dass auch mehr in der Zivilgesellschaft in Armenien gemacht wird, dass man sich auch noch mehr für das Gemeinwohl in der eigenen Gemeinde kümmert. Und da kann so ein Projekt auch ein Leuchtturmprojekt sein. In diesem dreistöckigen Gebäude hat vor 5 Jahren die Geschichte von Agegak begonnen. Behindert zu sein galt und gilt zum Teil heute noch als Schande für die Familie und als Strafe Gottes. Zum ersten Mal wurden Menschen mit Beeinträchtigung als Menschen angenommen. Gute Betreuung wurde im alten Agegak immer schwieriger. Die über 3 Stockwerke verteilten Räume waren zu klein und nicht behindertengerecht. Ein paar Kilometer entfernt vom alten Zentrum treffen wir die Familie Muradian. Seit kurzem stolze Wohnungsbesitzer. Davor waren es nur 2 Zimmer in einem Abbruchhaus. In der Zeit unseres Besuches war die Oma einzige Bezugsperson.
Die Mutter arbeitete in Russland, der Vater ist im Gefängnis. Mein Enkel Arthur konnte nicht laufen. Erst im Zentrum hat er zum ersten Mal gehen gelernt. Auch seine Schwester Shogik hat viel dazugelernt. Beide freuen sich jedes Mal, wenn sie ins Zentrum kommen. Ich bin für die Hilfe so dankbar. Ich wäre sonst verzweifelt. Ich würde am liebsten niederknien vor Dankbarkeit. Bevor die Zwillinge Arthur und Shogik ins Zentrum kamen, waren sie unterernährt, ungepflegt und unfähig zu sozialen Kontakten. Seit es Agegak gibt, ist das Leben für die Zwillinge viel besser geworden. Ich freue mich immer auf das gute Essen. Ich habe Svetlana so gern, aber auch das Agegak, weil ich mich dort so wohl fühle. Und so sieht der Tag von Arthur und Shogik heute aus. Spielen lernen mit der Therapeutin. Und was besonders wichtig ist, die Oma ist dabei. Im Jahr 2011 konnte ein 30.000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft werden. Vor 5 Jahren noch eine wilde Baudeponie, Überreste des Erdbebens von 1988. Agegak wurde für Richard Nicolussi, Architekt aus Vorarlberg, Spezialist für ökologisches Bauen, zum sozialen Lebenswerk. Ich habe das gesehen, wie toll das sein kann, wenn da die behinderten Kinder aus den tristen Verhältnissen herausgeholt werden können, zumindest über Tag, und die Familie sozusagen dann entlastet ist. Und das Zweite natürlich, das Gestalten mit den Materialien von hier und von Vorarlberg, das sind spannende Aufgaben. Die Grundsteinlegung im Oktober 2013. Es ist ein Festtag. Mitarbeiter der Caritas, Nachbarn und Freunde von Agegak sehen zum ersten Mal die Dimension des Projekts. Die Kinder haben ihre Wünsche an das neue Agegak zu Papier gebracht, um sie am Tag der Grundsteinlegung mit Luftballons aufsteigen zu lassen. Emil Nachbauer, Reisebürounternehmer und seit über 40 Jahren im Rollstuhl, wurde mit seiner großzügigen Spende zum Grundsteinleger und Namensgeber. Ich habe erlebt, dass Behinderte versteckt wurden und dass es als Schande angesehen wurde. Und das beeindruckt mich heute noch, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, das ist die Strafe Gottes. Und das tut mir weh jedes Mal. Das ist einfach Schicksal und wer weiß, was Gott mit diesem Menschen will und macht. Ich bin in einem Alter, wo man denkt, dass es einfach zu Ende geht und zu Ende gehen wird. Und Emils kleine Sonne ist sicher, gehört zu den Abschlüssen meines Lebens. In den nächsten 3 Jahren wird gegraben, betoniert, gebohrt und gehämmert. Ein Trupp Freiwilliger löst den anderen ab. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen von Menschen, die ihre Zeit und ihre Hilfe in den Dienst von Emils kleine Sonne stellen. Viele der Baumaterialien wären in Armenien doppelt oder dreimal so teuer oder gar nicht erhältlich gewesen. Deshalb wurden über 50 Sattelzüge von Österreich aus auf den 4000 Kilometer langen Weg nach Armenien geschickt. Emils kleine Sonne, ein Projekt, das auch von vielen Freiwilligen getragen wurde. Einer davon wird während der Bauphase zum Mann für alle Fälle. Bernd Fischer, ehemaliger Bankdirektor, eigentlich auf der Durchreise. Ich habe 2010 mit meinem Job aufgehört
Ich bin dann in eine Überlegungsphase gekommen, wo ich gedacht habe, ich reise jetzt nach Indien. Und dann ist dieses Projekt dazwischen gekommen über Bekannte. Und ich habe mir dann gedacht, ich schaue mal, wie das da ist in Armenien. Und bin dann seitdem eigentlich hier hängen geblieben. In meinem ersten Lebensabschnitt, wo ich eigentlich sehr gut verdient habe, ist am Ende des Tages weniger herausgekommen wie in der zweiten Lebensphase. Ich habe so viel zurückbekommen von den Mitarbeitern hier, dass ich sagen kann, es war die Sache wert. Oberstes Ziel der Planer war die größtmögliche Energieunabhängigkeit. Armenien hat weder Erdöl noch Erdgasreserven. Strom ist teuer. Man ist auf Öl- und Gasimporte angewiesen. Der Strom für Geräte und Beleuchtung wird von einer Photovoltaikanlage geliefert, der größten dieser Art in Armenien. Allein für diese Anlage wurden über 20 Kilometer Leitungen verlegt. Die Photovoltaikanlage als Kraftwerk mit den Wärmepumpen als Energieversorgung im Haus ermöglichen eine komplett autarke Energieversorgung des Gebäudes. Als Energiequelle dient ein 100 Meter tiefer Grundwasserbrunnen, gekoppelt mit einer Wärmepumpe. Mit dieser Kombination wird geheizt, gekühlt und bewässert. Eine Wärmepumpe war für die hier verfügbaren Techniker ein komplett unbekanntes Ding. Thermische Solaranlagen unbekannt, Voltaikanlagen unbekannt. Also wir standen plötzlich ganz tief im Dunkeln. Auch für die Elektroplaner wurde das Projekt zur Nagelprobe. Hier in Armenien selbst war eine große Herausforderung, die armenischen Mitarbeiter entsprechend einzuschulen auf den technischen Stand wie in Österreich. Die Sprache war oft ein Problem, aber mit Händen und Füßen und schlimmsten Fall mit Dolmetscher haben wir immer eine Lösung gefunden. 73 Meter lang und 30 Meter breit ist es geworden, das neue Zuhause von Emils kleiner Sonne. Wichtig bei der Umsetzung des Konzepts waren lichtdurchflutete Räume. Die Kinder und Jugendlichen sollen ihre Umgebung möglichst unmittelbar erleben können. Mit Ergo und Physiotherapie versucht man, die körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu verbessern. Wir haben gemerkt, wie glücklich sich die Kinder hier fühlen. Zum ersten Mal sehen Leute nicht nur aus der Umgebung, dass Menschen mit Behinderung gleich behandelt werden, in die Schule gehen können, eine Arbeit finden und zu unserer Gesellschaft gehören. Neben den Therapieräumen steht nun auch eine moderne Küche zur Verfügung. Große Kühlräume ermöglichen die Bevorratung. So können nicht nur Kosten gesenkt werden, die Ernährung kann auch wesentlich abwechslungsreicher gestaltet werden. Morgen hätten wir eine Rindsuppe mit Flädle und Schnetzel zum Kartoffelpüree. Haben wir genug Schnetzels da? Ja, ist alles da. Der Market hat es gebraucht. Dann passt das eh schon. Multitalent Klaus Neier hat die Küchenerfahrung seines ganzen Berufslebens in diese neue Küche einfließen lassen und zusammen mit seiner Frau Valeria einfache, aber gesunde Ernährung gelehrt. Schon nach kurzer Anlaufzeit hat Emils kleine Sonne Modellcharakter. Fast jede Woche kommen inzwischen Delegationen aus dem In- und Ausland, um sich über das Projekt zu informieren und Ideen zu sammeln. Auch Ergebnis einer hohen Medienpräsenz. Im Moment kann man gar nicht messen, wie wichtig dieses Zentrum für unsere Region ist. Es ist ein wesentlicher Beitrag, wie Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft angenommen und betreut werden. Auch die verantwortlichen Politiker wissen in der Zwischenzeit um die Bedeutung des Projekts. Nicht nur für die Stadt, sondern für die gesamte Region. Arigag ist ein Signal für die Menschen hier.
aber auch über die Grenzen hinaus. Es ist schon jetzt so, dass das Zentrum nicht nur für die Kinder zu einem Anziehungspunkt geworden ist, sondern auch Erwachsene suchen dort Rat und Hilfe. Integration von Menschen mit Beeinträchtigung, das war in Armenien bisher nicht vorstellbar. Die Botschaft ist, dass Menschen mit Beeinträchtigung genauso ihren Platz in der Gesellschaft haben wie sogenannte normale Menschen und dass es ein natürliches Zusammenwirken und Zusammenleben von allen miteinander gibt. Die Kinder im Zentrum haben in kurzer Zeit ihre neue Mobilität begriffen. Manche, die bisher im Rollstuhl gesessen sind, haben erste Gehversuche gemacht und wieder andere haben tatsächlich gehen gelernt. Unser Kind konnte nicht sprechen. Jetzt spricht Eduard plötzlich. Er ist viel selbstständiger geworden. Am liebsten würde er hier übernachten. Die Kinder sind die Seele von diesem Zentrum. Sie sind das Herz und sie waren immer am wichtigsten für mich. Ich habe eigentlich alles, was ich gemacht habe, immer für sie gemacht. Wie sehr Emils kleine Sonne die Menschen hier verändert hat, das wird uns beim Abschied bewusst. Voller Stolz wird uns ein Video präsentiert. In den Hauptrollen die Kinder von Emils kleiner Sonne. Armenien. Europa oder schon Asien? Es ist ein rätselhaftes Land. Die Menschen haben nichts und geben alles. Wir haben auf unserer Reise oft Trauer und Resignation erlebt. Aber auch die Hoffnung von Menschen, die oft große Träume von kleinen Dingen haben. Armenien. Ein Land, das sich langsam aus der Isolation löst und zu verstehen beginnt, die Opfermentalität hinter sich zu lassen und der Hoffnung, wieder ein eigenes Gesicht zu geben.